Ja, herzlich willkommen bei Wien TV. Ich bin der Dominik. Ich bin die Inge. Danke, dass Sie diese Woche wieder einschalten. Und ja, jetzt kommen wir gleich zu den Kurznachrichten und zum ersten Thema. Am 29.03. trafen sich die österreichische Twitter-Lobby zum Stell dich ein im Museumsquartier. Dabei wurde die Studie über die Twitter-Netzwerke in Österreich vorgestellt. Die vollständige Studie finden Sie auf www.twitterpolitik.net. Und eine kurze Zusammenfassung findet ihr beim Online-Standard. Der Link ist eingeblendet. Wir sind natürlich auch auf Twitter vertreten, und zwar sucht einfach nach Wien TV und folgt uns. Wir berichten dann immer von den neuesten Nachrichten von uns. Eine weitere Kurznachricht ist der Frankfurter Aktionstag M31. Da kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrantinnen und Polizistinnen. Und es war eigentlich der internationale Aktionstag gegen den Kapitalismus. Laut der Website march31.net nahmen bundesweit 6000 Menschen an diesen Demonstrationen teil. Und in Frankfurt sollen Farbbeutel und Steine auf das Gebäude der EZB, der Europäischen Zentralbank, geworfen worden sein. Einen ausführlichen Bericht lest ihr auf march31.net. Und hier seht ihr den Ausschnitt aus einem YouTube veröffentlichten Video. Der Link ist wie immer eingeblendet. In Wien wurde der M31-Tag mit Volksküche und Straßenfest beim Umu-Fuma-Denkmal ruhiger begangen. Nur als der Trauerzug wegen des Dahinscheidens der Privatsphäre am Museumsquartier vorbeikam, mischten sich ein paar Clowns der Clownsarmee unter die Trauergäste. Birgit vom Rhabarber TV hat die Clowns gefilmt, folgt einfach den Link. Die Österreichische Orientgesellschaft und das Afroasiatische Institut Wien veranstalteten letzte Woche ein Ländersymposium Syrien. Und wer sich zur aktuellen Lage in Syrien informieren will, dem empfehlen wir ganz herzlich dieses Video mit der gesamten Veranstaltung. Den Link seht ihr auch hier unten eingeblendet. Das nächste Thema ist die internationale Schutzverantwortung. Internationale Schutzverantwortung, kurz auch R2B oder R2P genannt, ist ein wichtiges Thema. Es handelt sich um ein Konzept der internationalen Politik und des Völkerrechts zum Schutze des Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Brüchen des humanitären Völkerrechts. Deshalb war Lisa Köppel für euch auf der Veranstaltung der Gesellschaft für österreichisch-arabische Beziehungen und liefert euch nun alle wichtigen Infos dazu. Den Link zum Video seht ihr unten eingeblendet. Zur Generalversammlung der Piraten gibt es zwei Berichte. Der erste stammt vom Online-Magazin Tante Jolesch, deren Einschätzung zur Generalversammlung. Die Parteitage der Piraten sind anders als die der etablierten Parteien. Kein Defilé der Matadore, kein Jubelränge, keine Trachtenkapellen, keine inszenierten Umarmungen, dafür viel Transparenz, Offenheit und Basisdemokratie. Der Link zu dem Video und zum Bericht seht ihr hier eingeblendet. Auch Wien TV war natürlich dabei, und wir zeigen euch jetzt den Beitrag von Niki und Wolfgang zur Generalversammlung der Piraten. Die einen nennen das Auftreten der Piratenpartei chaotisch, die anderen demokratisch. Jedenfalls können hier wirklich alle mitreden und mitbestimmen. Die Basiswappler von Großparteien können davon nur träumen. Deswegen wirkt diese ungewöhnliche Generalversammlung auch sympathischer. Nur der augenfällige Frauenmangel trübt den positiven Eindruck. Wir haben eine Frau entdeckt und sie gefragt, warum so wenig Frauen bei den Piraten sind. Jetzt habe ich mir eine Frau gesucht, inmitten vieler Männer, und würde gerne fragen, wer bist du und was machst du heute hier? Mein Name ist Gertrude Hamada. Ich bin jetzt gerade in den erweiterten Bundesvorstand gewählt worden. Zusätzlich bin ich noch Kernmitglied bei der Piratenpartei Österreich in der Arbeitsgruppe Taskforce Gesellschaftspolitik, was folgende Themengebiete umfasst: Soziales, bedingungsloses Grundeinkommen, Bildung, Gesundheit und Post-Gender. Und ich bin Gesundheitssprecherin.
Post-Gender, was heißt das? Und das ist ein gutes Schlagwort, weil, wie ich jetzt gesehen habe in euren Broschüren, ist eigentlich gar nichts gegendert. Post-Gender bedeutet nichts anderes wie eine Auflösung der Geschlechterkategorien und somit würde man natürlich auch die bis jetzt festgefahrenen Strukturen einreißen. Ist natürlich ein guter Weg zur Gleichberechtigung. Post-Gender bedeutet auch, dass man sich um Frauen kümmert, aber eben nicht nur um Frauen. Ja, man muss schauen, dass man Werbung macht, Information bietet, Werbung macht und vielleicht das Bild, dass halt sozusagen wir nur eine Partei sind, die was nur Technikthemen ansprechen, dieses Bild einreißt, ne, dann werden auch mehr Frauen kommen, wenn man andere Themen noch mit einnimmt und das Themengebiet erweitert, was natürlich auch notwendig ist, damit wir die Nationalratswahl bestehen können 2013. In Österreich was erreichen will und wer wirklich mitarbeiten will, der kann nur zu den Piraten gehen. Ich bin unter dem Nick Pirat Papa Joe bekannt. Ich bin seit Ende Dezember letzten Jahres bei den Wiener Spammtischen und habe mir da selber so eine Meinung über die Piraten selber, also selber mal auch etwas gebildet dabei und war da sehr positiv überrascht dabei, dass es da eine heterogene Gruppe gibt, die sich eigentlich auf der freien politischen Welt etabliert, das heißt jetzt nicht vorbelastet ist von einer Vergangenheit, nicht links, nichts rechts und genauso jetzt sich die Themen heraussuchen kann, die Freiheit hat, agieren zu können, die Möglichkeit hat, hier etwas Neues zu schaffen. Ich habe einmal gesagt, die Piraten, das ist die Partei, die sich mit der Zukunft beschäftigt. Am 29.03. fand der Wienerin Summit zum Thema Frauenmachtwandel statt. Karin und Niki waren für uns dabei. Zum zweiten Mal organisiert die Zeitschrift Wienerin den Frauengipfel unter dem Motto Frau macht Wandel. Neben Vernetzungsmöglichkeiten gab es interessante Diskussionen, vor allem jene um Frauenquoten. Sogar Frauen in Führungspositionen und ehemalige Gegnerinnen haben eingesehen, dass Männer ihre Machtpositionen nicht freiwillig aufgeben. Auch über andere Wege zur Macht wurde am Podium diskutiert. Dazu Anke Domscheit-Berg, ehemalige Managerin bei Microsoft. Wie ermächtige ich andere? Ich habe unter anderem meinen Job als Direktorin bei Microsoft ja an den Nagel gehängt, um FemPowerMe zu gründen. Der Name steht für das, was mein Unternehmen tut, das Empowerment von Frauen. Dazu gehört aber auch, ich habe ja die drei Dimensionen angesprochen, also mit Government versuche ich natürlich auch Lobbyarbeit zu machen, aber die zweite Dimension in den Unternehmen und Organisationen ist mindestens genauso wichtig. Deswegen ist der zweite Fokus von FemPowerMe auf das Management gerichtet, auf Vorstandsetagen und vielleicht ein, zwei Ebenen darunter, was eine ganz andere Kommunikation erfordert und denen auf eine, in einer Art Sprache, die sie verstehen, also die einzige, die sie verstehen, zu kommunizieren, warum das ein wichtiges wirtschaftliches Thema ist und wie sie es denn erreichen können. Es gibt gewisse Dinge, die Macht stärken, die ein machtvolles Auftreten mit sich bringen, die eine machtvolle Ausstrahlung erzeugen und die mehrere Leute, die im Raum sind, dazu bringen, dem dann auch eher zuzuhören oder vor dem in Ehrfurcht zu erschauen oder vor dem mehr Respekt zu haben. Es geht unter Macht das Thema, wer geht, wenn Frau Mutter ist, mit dem Kind zum Arzt. Ich glaube nämlich, dass wir ein bisschen um den heißen Brei herum. Da hat ihm eine Führungskraft erzählt, wissen Sie, das ist ganz toll, weil wir haben jetzt wieder einen Ausflug, einen Firmenausflug, eine Incentive-Reise. Und wir fliegen diesmal nach Kuba und da können wir wieder Kommunistinnen. Ich erspare Ihnen den nächsten Ausdruck. Und ich glaube, dass es viel um das geht, dass in männlich dominierten Unternehmen immer noch wir uns nicht auf Augenhöhe bewegen, sondern dass es immer noch auch ein Ausbeutungsschema gibt, das dahinter liegt. Und das ist das prinzipielle Beziehungsschema zwischen Frau und Mann, wie es halt in den letzten 5000 Jahren blöderweise entstanden ist. A man who has not had the opportunity to greet a woman at eye level is half a man. Wie bekommen wir jetzt, also von jetzt bis in 10 Jahren oder 15 Jahre gehen, wann die auch unsere Kollegen vorbereitet sind, eigentlich mit uns die Welt zu verändern? Was soll die Frau jetzt sein? Soll sie jetzt versuchen, so zu sein wie ein Mann? Oder soll sie das nicht? Wenn wir immer mehr versuchen zu sein wie Männer, weil das würde uns, glaube ich, mehr in den Arm kommen. Müssen,
heute, um sich in Männerwelten zu behaupten, die männlichen Kodizes, Machtregeln, Spielregeln und so weiter, lernen, erkennen. Ich glaube nicht, und ich glaube, dass viele Frauen auf diesem Weg vielleicht gegangen sind, die besseren Männer zu werden. Ich persönlich bin nicht davon überzeugt. Vernünftig hinzustellen, wenn man redet, laut und deutlich zu sprechen, bestimmte Dinge zu betonen, meine Rhetorik, wenn man so will, das ist nichts Männliches, aber es ist ein Erfolg. Vielen Dank an alle Sprecherinnen und Diskutantinnen, dass Sie hier waren. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Abschließend ist zu betonen, dass die Veranstaltung zukünftig interaktiver werden könnte, beispielsweise in Form von Workshops. Es sollte weiters überlegt werden, wie einerseits Themen des Frauengipfels auch für Männer interessanter gestaltet und andererseits Klischees vermieden werden. Bei strömendem Regen fand die Demo Wir haben es satt statt. Aufgerufen wurde anderen vom Ökobüro mit Global 2000 und Greenpeace, den Grünen, ATTAC und vielen anderen. Unter den Demonstrierenden fanden sich viele Bauern und Bäuerinnen und deren Traktoren ein. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind zu dieser Kundgebung zum Thema Wir haben es satt, wir wollen eine neue EU-Agrarpolitik. Ich bin selber Biobäuerin in Anreit und Direktvermarkterin und ich finde, das gehört. Das soll es weiterhin geben und ich finde es ganz wichtig, bei kleinbäuerliche Landwirtschaft zur Ernährung der ganzen, oder zur Verbesserung der ganzen Weltsituation. Und wenn ich jetzt frage, seid ihr zufrieden mit der Landwirtschaftspolitik von Berlakovic? Nein, absolut nicht, weil er sich vor alle Probleme drückt und vor allem überhaupt nicht in Kontakt tritt mit bäuerlichen Organisationen und so NGOs und sich eigentlich überhaupt nicht kümmert, wie es um die Ernährungs- und die Lebensmittelproduktion wirklich ausschaut. Wir sind stolze Bauernkinder und wollen, dass das auch nur länger so bleibt. Warum bist du heute auf dieser Demo? Weil ich das zu 100% unterstütze, dass da Leute mitbestimmen wollen an ihrer Zukunft, an der zukünftigen Agrarpolitik und ein wirklich feiger Minister sich nicht einmal außertraut, um zumindest einmal zu sagen, natürlich gibt es Gespräche. Der verschanzt sich in sein Ministerium und das finde ich ja wirklich unglaublich. Na, und deswegen bin ich mit und gehe auch bis zum Schluss mit. Wir wollen eine neue Agrarpolitik und eine neue Ernährungspolitik und dazu braucht es einen breiten Widerstand. Und hier kämpfen wir gemeinsam von Greenpeace Global 2000 über die grünen Bäuerinnen und Bauern bis hin zur IG Milch gemeinsam für eine neue Politik, für eine Agrarwende, die für mehr Lebensmittelqualität und für mehr Gerechtigkeit in der Agrarpolitik sorgt. Wie ihr alle vielleicht schon wisst, gilt seit 1. April die Vorratsdatenspeicherung in Österreich. Aus diesem Grund fand einen Tag vorher ein Trauer- bzw. Protestmarsch statt, um den Politikerinnen zu zeigen, dass wir die durch die Vorratsdatenspeicherung resultierenden Einschränkungen in der Privatsphäre aufs Schärfste kritisieren und zurückweisen. Dazu hat die AK Vorrat gerade eine Sammelklage am Vorbereiten, bei der jede und jeder bis 18. Mai mitklagen kann. Dabei kann sich jeder beteiligen, der das möchte. Ebenso wie bei unserer Bürgerinitiative bereits gibt es auch online die Möglichkeit, die Vollmacht für unseren Anwalt auszufüllen. Das heißt, man gibt auf der Webseite www.fassungsklage.at seine Daten an, bekommt dann ein PDF zugeschickt, das man bitte ausdruckt, unterschreibt und an den AK-Vorrat einsendet. Gut, danke. www.verfassungsklage.at. Hier unten eingeblendet seht ihr dann den Link, wo ihr das Formular bekommt, um bei der Klage mitzumachen. Und zwar findet ihr das unter www.verfassungsklage.at. Und wir waren natürlich auch auf der Demo mit dabei und hier ist der Beitrag, den schauen wir uns jetzt an. Jo! Habt
Sie mit so einem Zuspruch gerechnet? Ach, nein, auf keinen Fall. Wir sind auch überrascht damit, dass so viele Leute sich an der Klage beteiligen wollen. Das ist ähnlich wie die Bürgerinitiative. Also es gibt scheinbar ein riesiges Verlangen in der Bevölkerung, sich gegen Überwachungsmaßnahmen auszusprechen. Und wir sind glücklich, dass wir ihnen die Möglichkeit geben können, aktiv auch was zu tun und mal in ihrer Demokratie ihre Stimme hören zu lassen. Kann man schon abschätzen, wie viele Unterschriften heute alleine gesammelt wurden? Ich traue es mich nicht. Also die Urne ist voll, sie ist übergequollen. Wie viele das jetzt sind, kann ich gerade nicht sagen. Aber wir werden die über die nächsten Tage auf jeden Fall eingeben. Da, das sind alle, die ich noch habe. Es ist so, dass wir die nochmal durchsehen. Also wir überprüfen, ob alle vollständig ausgefüllt sind, alle Vollmächte. Auch ob die Personen über 18 Jahre alt sind, weil es ist natürlich eine anwaltliche Vollmacht. Sie müssen volljährig sein. Und dann tragen wir sie im Backend ein und man kann ja auch auf verfassungsklage.at sieht man immer, wo wir gerade stehen, wie oft die Formulare runtergeladen wurden und wie viele bestätigte Klagen wir schon haben. Vielen Dank. Der nächste Beitrag geht ums dritte SBSM-Camp. Bei uns seht ihr die Kurzversion und die lange Version könnt ihr auf ichmachpolitik.at anschauen. Dieser Begriff Echokammern, der erklärt sich ja relativ gut. Es ist relativ selten, dass man so einen schönen Begriff im Deutschen findet, wenn wir in diesen Netzwerken unterwegs sind, sehr stark darauf konditioniert, auf diese Bestätigung aus zu sein. Das heißt, wir verhalten uns so und wir schreiben so, dass wir natürlich auch möglichst viel von dieser Bestätigung kriegen. Bei dieser Beschreibung von Facebook habe ich mir gedacht, das ist spannend, die SPÖ ist echt in Facebook angekommen, weil wenn es darum geht, irgendwie sich gegenseitig immer zu bestätigen und der eine kann den Satz des anderen fertig sprechen und man spricht über die Themen, über die man immer schon gesprochen hat, dann ist jede Sektionssitzung fast so wie irgendwie ein Facebook-Tag. Wenn einer dann sagt, na genauso wie es du sagst, Franz, genauso meine ich das. Diese Tendenz gibt es ja häufig und das macht ein Diskurs ist natürlich langweilig. Man bewegt sich, man hofft etwas und rauskommt mitunter was anderes. Und wenn man das immer gleich zum Vorwand nimmt, sozusagen überhaupt nichts zu machen, weil vielleicht eventuell das, was rauskommt, schlechter ist als das, was man hat, ist natürlich schwierig. Nicht? Die Erfahrung habe ich tatsächlich noch gar nie gemacht, dass ich ein Thema unbedingt gern bearbeiten würde und es einfach nicht geht. Ich meine, dass eine Echokammer am Anfang einer Mobilisierung eine Notwendigkeit ist. Das Problem der Echokammer ist ja nicht das Echo, sondern die Kammer. Typisches Merkmal für die heiße Gesellschaft ist, dass sie die Entwicklung von Ungleichheit nicht blockiert. Die Leute, mit denen ich jetzt so toll auf Facebook oder so international vernetzt bin und alles Mögliche diskutiere, sind in Wirklichkeit natürlich schon alles Leute, die einer Elite angehören, die einer Bildungselite angehören, und ich bin zwar mit ein paar alten Schulfreunden auch vernetzt, ja, die das aber dann nicht für politische Zwecke nutzen, und in Wirklichkeit ist das Verwenden von sozialen Medien als politisches Instrument doch ein sehr starkes Elitenphänomen, und das führt teilweise auch dazu, dass man sich ein bisschen von der sozialen Realität abkoppelt. Dankeschön. Im nächsten Beitrag erklärt uns Science-Buster Professor Heinz Oberhummer, wieso er als Atheist nicht einsieht, dass Steuergelder die katholische Kirche mitfinanzieren. Wenn Sie zum Beispiel in den Haushalt der Erzdiözese Wien hineinschauen, werden Sie sehen, es fehlt die Schulstiftung, es fehlt die Kindergartenstiftung, es fehlt das Liegenschaftsamt, es fehlt der bischöfliche Stuhl. Alles eigene Rechtsträger, die aus verschiedenen Rechtsformen eigenständige Haushaltspläne machen, die nicht in dem Haushaltsplan der Erzdiözese veröffentlicht werden. Da ging es jetzt um Kirchenprivilegien bei dieser Veranstaltung. Was verdankt diese Veranstaltung Ihre Anwesenheit? Warum sind Sie da? Ich bin da, weil die Grünen uns das erste Mal wahrgenommen haben und gesagt haben, dass sie auch etwas unternehmen werden gegen Kirchenprivilegien. Ich bin ja in keinster Weise irgendwie ein Kirchenhasser. Ich habe Gläubige, die sehr gute Freunde von mir sind. Aber was mir schon gegen den Strich geht, ist, dass eben die Konfessionsfreien in Österreich benachteiligt werden, diskriminiert werden.
während die Kirche ungeahnte Privilegien hat. Und jetzt haben wir endlich einmal eine Plattform gefunden, wo wir das auch kundtun können, weil das Problem ist folgendes: Die meisten Leute denken ja, Kirchensteuer, damit wird die Kirche finanziert. Das ist aber überhaupt nicht so. Hauptsächlich wird die finanziert durch den Steuerzahler und durch die 25% Konfessionsfreien auch, wie wir, die helfen fleißig mit, damit sich die Kirche immer noch mehr einverleibt. Man muss ja das sagen, alle müssen sparen, nur die Kirche kann sie noch mehr einverleiben. Die haben noch weitere Vergünstigungen. Und das finde ich einfach nicht richtig, unfair sogar. Das sollte eigentlich den Kirchen selbst auffallen. Aber das wollen wir in der Bevölkerung nahebringen, wie sehr die Kirchen Privilegien in Österreich besitzen. Wir haben die Woche zwei Ausstellungen, die wir euch allen empfehlen würden. Die eine Ausstellung ist das Bild der anderen. Und zwar werden da Fotos aus 4 Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit und ihre Wahrnehmung durch Menschen in Österreich gezeigt und vorgestellt. Das sind Fotos und Ergebnisse aus einem Forschungsseminar der IE von der Uni Wien. Und ihr findet diese Ausstellung in der Hauptbücherei am Gürtel. Und sie findet statt vom 28. März bis 28. April. Ja, im Wien-Museum am Karlsplatz gibt es auch noch eine Ausstellung. Und worum es geht, wirst du jetzt da sagen. Ja, ab 12.04. gibt es die Ausstellung Besetzt, Kampf um Freiräume seit den 70ern. Zwar geht es da eben um Besetzungen in Wien und Zürich und zeigt eben Zeitdokumente darüber. Und jeden ersten Sonntag im Monat ist die Ausstellung gratis und man kann jeder mal freien Eintritt besuchen. Also wir legen sie euch als Besetzungs- und Videokollektiv schwer ans Herz. Ja, das war's jetzt da von uns vom WIN TV. Viel Spaß und wir sehen uns nächste Woche wieder.